Links bitte. Und dann sind wir schon da. Yeah. Was mit denen nicht in Ordnung? Gibt's doch gar nicht. Hui. Vorsicht. Oh, Entschuldigung. So. Erstmal hier einparken. Am Hotdog-Stand. Guck mal, da gibt's sogar einen heißen Hund. Geil. So, einmal bitte Raketenwerfer auspacken. Kein Schneeball. So. Auf drei schießen. Hallo, Ninjux? Guckst du den Stream vielleicht zufällig? Du sollst den Raketenwerfer auspacken. Was hab ich dir gesagt? Du sollst den Raketenwerfer auspacken. Okay. Er hört uns anscheinend nicht. So, dann werden wir jetzt zusammen gemeinsam einfach mal in die Luft schießen, mal drei. Mal gucken, ob das funktioniert. Warte, ich muss mal in deine Richtung gucken, dass du da auch so richtig hinziehst. So, genau. So, auf drei. Eins, zwei, drei. Yeah! Eins, zwei, drei. Juhu! Egal. Man kann ab und zu mal ein paar frühe Raketen schießen. Das macht nichts. Mal gucken, funktioniert das auch? Oh, Entschuldigung. Oh. Wie an der Seite gefallen ist. Entschuldigung. War nicht gewollt. Ich sollte vielleicht mal hier so... Guck mal, du hast hier... Guck mal, hier guckt so ein Nagel raus. Guck mal, da muss ich ab und zu mal so ein bisschen... Guck mal. So, da muss mal... So, der Kotflügel muss ausgebeult werden. So, warte. Moment. Was? Willst du mich jetzt erschießen? Guck mal, da guckt auch ein Nagel raus. Guck mal. Da. Oh. Oh. Entschuldigung. Nagel im Kopf. Oh, das wollte ich nicht. Entschuldigung. 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 Huch, so. Ich verstecke mich hier oben. So. Tüdelü. Moment. Aha. Komm mal, Lieblingssportart. Alter. Meine Lieblingssportart, Golf. Boah, Alter. Geleitet der einfach mal übers Auto. Ich muss das Auto mal ausbeulen hier. Das hat so komische Beulen. So. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mit dem fahre? So. Mach's gut, Auto. Oh, aua. Keiner sieht mich, was ich jetzt tue. Oh, okay. Ihr streitet euch, ja? Ist gut, da kann ich mich ums Auto kümmern. Och, Scheiße. Oh, so Mist aber auch. Moment, So. La. Ich hab nichts getan. So, Hi Terminator! Hi! Willkommen zu Let's Play Live Show zur Silvestergala! Yeah! So. Wow. Wie kann man denn mit dem Snipergewehr nochmal zoomen? War das mit X nicht? Ach, hier mit dem Arm, mit dem Digipad. Ach so. Oh. Boah. Boah, Ninjux. Boah. Ja, dir auch einen guten Rutsch. Hoffe, du kommst gut rein. Hier hast du das geschafft. $0. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich hatte mal viel Geld. Fresse, Neibaut. Es ist Silvester, genau. So, schreibt er eigentlich noch Werbung? Ausrufezeichen Werbung funktioniert ja noch, ne? Glaube ich, oder? Ich glaube, das funktioniert noch. Alter, diese Sturmschrotflinte, die ist so geil. Wusa. Wusa. Wusa.
Hier liegen Leichen. Darf man mitspielen? Endor, wenn du möchtest, kannst du gerne mitspielen. Muss mir nur eine Freundschaftsanfrage schicken. Aber ich weiß nicht, ob ich es annehmen kann. Aber momentan spinnt das PlayStation Network. Ich denke mal wegen Silvester. Weil ich komme nirgendwo mehr rein, großartig. Also Party nicht mehr, obwohl die Party offen ist und so. Ja. So. Alter. Die sterben. Guck mal, von der Beat. Oh, nochmal. Okay, okay, schade, ist weg. Was wollt ihr denn von mir? So, Er voll den Rave gefeiert da in der Polizeiauto. Das gibt's doch gar nicht. Vorsicht! Oh. Entschuldigung. So, Moment. Ach stimmt, hier musst du es ja immer alles kaufen. Ne? Da oben ist der Heli. Heli! Oh. Ja. Ich weiß gar nicht, was die von mir wollen. Ich habe nichts getan. Oh, aua. Das hat wehgetan. Das war nicht schön. Nicht schön. So. Lalalala. Oh, okay. So. Hilfe! Einsteigen bitte! So. Oh. Entschuldigung. das kannst du hier nur mit einsteigen, ist doof, ne? Geht nicht, glaube ich, ne? Ich hoffe, ich habe den richtigen geedet. Ja, ist richtig. Du hast mir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Richtig. Ich werde die annehmen, sobald das PlayStation Network bei mir wieder funktioniert, weil es funktioniert mich momentan gar nichts bei mir. Ich komme nicht mehr in meine eigene Party. Ich kann keine Nachrichten lesen. Ich kann keine Freunde mehr angucken. Nichts mehr. Ja, ich habe einen Führerschein im Lotto gewonnen, ja. Ja, Super Freak. Wenn es gehen würde, würde ich es tun. Aber es geht momentan gerade nicht. Ja. Warte mal, hier ist noch mein Wohnhaus, ne? Hier ist noch die Garage. Mal eben kurz reinfahren. Kleinen Moment. Was macht der? So. Geh weg mit deinem Auto. Haha. Du musst klingeln. Prost. Oder so. So. Schicke Autos, ne? Naja, ich muss erstmal duschen gehen. Ich habe so ein rot verschmiertes Hemdchen an, Sakko an. Erstmal drücken. Fahrstuhl drücken. Wie gesagt, also wenn's geht, nehme ich gerne an. Aber momentan, ich gucke nochmal eben. Klar, Moment, kann ich jetzt in die Party rein? Nein, ich kann nichts machen. Sobald ich auf Party drücke oder Freunde drücke oder Nachrichten drücke, friert meine PlayStation ein. Das ist sehr, sehr geil. Das kann ich jetzt gut gebrauchen. So. Ich muss mal eben kurz gucken, war nicht hier das... Ne, warte mal, wo war denn nochmal... Ich suche mein eigenes Badezimmer, ist auch geil. Ah, hier. So, ich muss mal eben duschen gehen. So, fertig mit Duschen. So. Yeah. Geil. So. Mal eben hier, warte mal, wo war meine mein Kleiderschrank?
Yeah, geile Uhr, Mann. Achso, Krawatten muss ich ja. Ah, da muss man ja besondere Kleidung tragen. So. Das muss mal gesagt werden. Rudolf. Was? Rudolf. Schnitten. Helm? Schnitten? Helm? Schnittenhelm? Namen, ich wollte nur eigentlich nur einen schönen Neujahr-Kater wünschen. Ja, wünsche ich dir auch. Komm gut rein, rutsch gut rein. Ja, Let's Play Live Show. So. Gut, dass der Frauenkleid im Schrank hängt. So, hier mein Baby. Mein Baby. Mein Baby, der wird im Winter nicht raus gut. Der ist nur für Sommer. So, warte mal, den da hinten, den brauche ich noch. Den, glaube ich, den fahren wir jetzt. Natürlich einen guten Rutsch. So, Stößchen. Ja, natürlich, genau. So, auf geht's. Ja, Mittelfinger zeigen, das könnt ihr alle gut. Ich weiß. Das könnt ihr alle sehr, sehr gut. Immer schön, ja, immer schön Mittelfinger zeigen, ja, ja. Ich soll vielleicht mal nach vorne gucken. Was ich tue, wow! Was ich vielleicht tue hier beim Fahren. So. Also, jetzt pass auf. So, jetzt fahren wir erstmal hier lang. So. Aber diesen Geschwindigkeiten auf Schnee fahren ist nicht gesund. Nee, hab ich noch nicht. Hab ich noch nicht, Rudolf. Nee. Soll ich das vielleicht mal tun? Das ist lecker, schmeckt das gut. Aber habe ich noch nicht. Aber danke für den Tipp, weil das echt gut schmeckt. Probier es mal. So. Driften sollte gelernt sein. Ja. Immer diese klugscheißerischen Sprüche von den Leuten, die bei mir im Auto sitzen. So. Boah. Das war gewollt. Das sollte so aussehen. Ja, das war so gewollt. So, jetzt hier abdriften. Glaub mir, 10% Bier haut mächtig rein und schmeckt dazu noch. Boah, geil. Okay. Danke für den Tipp. Werde ich mal ausprobieren. Wenn ich da mal demnächst mal einkaufen gehe. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Biertrinker. So. Aber ich finde immer diese Diskussion, weißt du, wenn einer hier diese Mischbiere trinkt, dann heißt es immer, das ist kein richtiges Bier. Das finde ich total affig. Natürlich ist es Bier. Na klar ist es Bier. Ist nur halt mit Geschmack drin. Ich finde diese Diskussion total affig. Wow, wo fahre ich hin? Wo fahre ich denn hin? Tschüss! Ja, hey. Das ist übrigens ein Offroad-Auto. Ja, wir spielen gerade die Crew. So. Alter, das Auto fährt überhaupt nicht dahin, wo ich hin will. Ja, V Plus schmeckt Hammer, das stimmt. Aber keine Schleichwerbung jetzt hier, ja bitte. Hui, hui. So, Moment. Einmal kurz. So, Moment. Just a moment. So, jetzt aber. Banane ist da. Voll wie ein Eimer wahrscheinlich, vermute ich mal. Noch nicht. So. Das macht er nicht. Die beiden sitzen im selben Raum. Es soll eine Einladung schicken für GTA. Ja, just a moment. Moment. So, Freunde. Wo haben wir ihn denn? Boah, Alter. Ja, haben wir schon gemacht. Haben wir schon hinter uns. Bleigießen haben wir schon gemacht. Tischfeuerwerk haben wir auch schon hinter uns. Mich erwartet, was habe ich gesagt? Entweder
kein Glück in der Liebe oder was war das nochmal? Oder keine weitere Erwartung. Kein. Genau. So, Einladung ist raus. So. Was? Autopilot sagt nein. Warte, Push schmeckt Hammer? Wow plus schmeckt Hammer. Ja. Wieso habe ich denn schon wieder einen Stern? Wieso habe ich einen Stern? Warum? Alter, ich könnte mich mal. So, fahrt alleine. Alter, immer diese Sternersteller. So, ich will nicht mehr. Ich mag nicht mehr. So, ich fahre jetzt hier LKW. Monster Truck oder was auch immer das ist. Oh, erstmal Scheibe einschlagen. So. Das ist ein Trecker. Oh, ich will Trecker fahren. Ich will Trecker fahren. Moment, Kumpel. Ich will erstmal eine Runde Trecker fahren, da habe ich jetzt Bock drauf. Yeah! Neger? Nein, das ist kein Neger. Na, ich bitte mir diese Unterstellung. So. Und wo ist mein Auto? Habt ihr mein Auto geklaut, ihr Schweine? Little Whore. Ich geb dir gleich Little Whore, nur weil ich mit dem Trecker fahre. Du kriegst gleich Little Whore. Juhu. Wie sieht eigentlich der Trecker von innen aus? Oh, wie cool. Ratta, ratta, radata, radata. Ratta, ratta, radata, radata. Im Wagen hinter mir fährt eine hübsche Frau. Sie sieht gut aus und sie scheint hübsch zu sein. So. Das ist geil. Oh, ich muss, sollte vielleicht mit dem Traktor mal tanken gehen. Oh, Alter, was war das denn? Alter, was war das? Ja, sicher, kann man, ja, natürlich. Muss einfach den linken Digipad nach links drücken, einmal kurz der Digipad. Und dann sammelt er auf. Alter, was war das denn? Stößchen. Linker Digipad, linkes Digitalsteuerkreuz nach links drücken einmal. Wenn du auf die Straße schießt. Steuerkreuz nach links drücken. Dann nimmt er den Schneeball auf. Ey, ich wollte mit dem Traktor tanken, ey, und fahr voll gegen die Zapfsäule. Was soll denn das? Ey, die Jungs löschen mein Traktor. Wie cool, ey, wie geil seid ihr denn drauf? Guck mal hier. So, bam. Kriegst du voll vor die Birne. Du auch. So, bam. Ja, was denn? Ja, komm her, komm her. Guck mal. Guck mal, die Feuerwehrmänner wollen sich mit mir prügeln. Ja, komm her. Ja, natürlich. Im Winter fährt man nur Cabrio. Das sieht aus wie eine Walze jetzt irgendwie. Ach, guck mal, da sind die beiden drin. Hallo, meine Freunde. Wie geht's denn so? Alles klar bei euch? Ach so, ich habe Ninjux eigentlich... Ach so, ich muss dazu sagen, ich habe Ninjux eigentlich noch gar nicht meine neue Sportart vorgestellt. Ich gehe gerne golfen. So. Ja? So. Ich gehe sehr, sehr gerne golfen, den Jungs. Das hast du jetzt festgestellt. So. Warum? Ja, mit einem gewissen Alter fängt man an zu golfen und zu angeln. Das habe ich mir sagen lassen. So. Du solltest fahren. Wir haben Stress. Okay. Ist es jetzt dein Ernst, dass du stehen bleibst? Da steht... Oh, die Zapfsäule! Wow. Pull over now! Hui! Nee, ich glaube nicht. So. Gegen den Baum, gegen den Baum, gegen den Baum.
No! Razor ist da! Juhu. Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zur Let's Play Live Show. Silvestergala. Ja, guten Rutsch. So, und wir machen jetzt eine kleine Pause. Oder ich zumindest. Weil, du sollst nicht kommen, reicht, wenn du erscheinst. Denn der kleine Reflex, der muss mal hier auf die Toilette und sich ein neues Bier gleich holen. Und wir sagen, wir sehen uns gleich wieder. Also bis gleich. So, willkommen zurück. Let's Play Live Show. Was ist das denn hier? Wieso stecke ich denn fest hier? So. Jo. Alles klar. Jo, mach's gut. So, ich hatte mir ja echt viel. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich, also wir müssen jetzt echt mal so ein ernstes Thema mal ansprechen, jetzt hier so in der Let's Play Live Show. Wenn wir schon einmal jetzt hier so zusammensitzen, alle Mann, und so ein bisschen jetzt hier so durch die City cruisen, können wir mal so gemütlich durch die City cruisen und so ein bisschen. Ja, Let's Play Live Show. Sprechen wir mal. Hallo? Wieso habe ich einen Stern? Wieso habe ich einen Stern? Weil ich dieses scheiß verfickte Hurenauto. Alter, du Scheiße. So. Fangen wir nochmal neu an mit Thema, ja? Also, ich werde jetzt ganz gemütlich durch die Stadt laufen und tingeln. So, ich tingle jetzt hier von der Straße zu Straße so. Ja, Let's Play Live Show, Silvestergala. Gut, viele sind natürlich heute auch feiern. Das ist ganz klar, heute an Silvester. Aber ich habe mir noch echt viel mehr erhofft, so. Was die Zuschauerzahl angeht. Hatte ich mir echt viel mehr erhofft. Gut, dass es nicht so viele werden, war eigentlich schon von vornherein klar. Prost erstmal. Okay. Ja gut, das macht ja nichts. Ne, ich bin auch natürlich sehr, sehr dankbar über die Leute, die da sind, dass das, das freut mich natürlich auch, dass das... Oh! Da steige ich direkt ein und dann, gucken wir zu. Da kann ich nämlich wenigstens weiter drüber unterhalten. Nein, aber wie gesagt, ich hätte echt mit viel, viel mehr Leuten und so alles, so gerechnet auch. Aber schön, dass ihr alle da seid. Welcome hier auch an die vielleicht nicht deutschen Leute. Ja, was bleibt uns eigentlich fürs Jahr zu sagen? Wir haben so viel erlebt in der Let's Play Live schon in diesem Jahr. Wenn ich überlege, wie wir angefangen haben mit Outlast damals, mein Gott, da kommen immer noch die Tränen. Was für einen Spaß wir da hatten. Und wie das dann weiterging, dann damals, wie wir uns darauf gefreut haben, nicht nur ihr, sondern ich mich auch, über Daylight, wie wir gefeiert haben, was ich da rumgebrüllt habe, meine Güte. Und dann kamen so viele tolle weitere Spiele, die wir zusammen noch gespielt haben, wie Worms. Ja, habe ich. Ich habe mich so ins Höschen gemacht bei Daylight. Das stimmt, das ist recht. Das war so eine geile Zeit, also das möchte ich nicht mehr missen. Und ich werde jetzt fürs nächste Jahr, ist auf jeden Fall schon mal geplant, dass, ja, vielleicht nicht jeder Stream, aber vielleicht jeder zweite, jeder dritte, ich mir runterladen werde von Twitch und das Ganze mir dann archiviere und dann irgendwann so als Best-of zusammenschneiden werde. Und das ist so eine geile Zeit, wenn wir noch mit Worms hatten wir so viel Spaß, wo auch Shelly dann da war und mit Kamikaze, wo wir Worms gespielt haben. Oder Wolfenstein damals. Wie ich ja Wolfenstein noch hatte, das habe ich ja auch leider nicht mehr. Oder Watch Dogs haben wir zusammen gespielt. Mein Gott, wir hatten schon so viel erlebt hier in der Let's Play Live Show. Und auch jetzt so die letzte Zeit. Mein Gott, mir verschlägt schon die Sprache. Hier kommen schon voll die Tränen. Auch so jetzt hier die letzte Zeit so mit Far Cry. Wir haben Far Cry gespielt. Wir haben The Crew haben wir gesuchtet, haben wir zusammen gespielt, haben wir geguckt. So viele tolle Sachen. Und da erinnere ich mich auch immer wieder gerne dran zurück. Also es macht sehr, sehr viel Spaß mit euch.
Ja, auch wenn viele vielleicht. Ich höre auch viele von Freunden, ey, warum machst du das eigentlich? Ey, das ist doch so, du verdienst doch da keinen Cent dran. Ja. Ich mach's aus Fun. Es macht mir einfach Spaß, den Leute zu unterhalten. Die Leute gucken mir gerne zu. Das ist einfach so. Ich habe von vielen halt viel Feedback, ey, die gucken gerne zu. Ich mach das sehr gut, habe ich gesagt bekommen. Und deswegen mach